Hallo zusammen und willkommen zur Horde gegen die Waldläufer. Grüße gehen raus, ja. Die 130 Rest, wir haben 112 Rest. 18 Angriffe bei 1100 Vorsprung sieht ziemlich gut aus für uns bisher. Aber es hat noch nicht wirklich was zu sagen. Es kann immer sich noch drehen. Und ja, wir gehen mal direkt rein. Hier ist ein Heiler dabei. Das sieht ziemlich fui aus. Deswegen. Okay, sowas darf man nicht sagen. Sowas darf man eigentlich nicht sagen, weil da versaut man sich selbst. So, zack, zack, zack. Rein geht's. Meine Def wurde meines Wissens nach noch nicht einmal angegriffen. Von daher brauche ich euch da nichts zeigen. Das ist ein blauer Diamant. Den gönnen wir uns natürlich. Und den kriegen wir auch, bevor Moreau geladen ist. Sei denn, hier kommt jetzt eine rote und da eine gelbe, aber die gelbe kam nicht. Und der Heiler, der tut uns nicht weh, deswegen machen wir die rechte Seite weg. Wenn Onatel einmal rollt, macht's das nicht einfacher. So. Das ging fix und einfach. Jetzt bauen wir einfach auf. Die Kombi von den beiden, die bringt uns nicht um und die heilt uns auch nicht tot. Wir haben in dem Moment massiv Zeit. Und ich will die volle Kombo am Start haben. So. Kriege ich hier noch einen blauen geschenkt? Oder wir hauen einfach mal drauf, mal gucken, was das macht. Haben wir Lila am Start. Ja, so ein Blauer wäre halt nicht noch nicht schlecht. Probieren wir erstmal den Weg. Zack. Kommt einer nach? Nee. Dann probieren wir den Weg. Wenn da nichts nachkommt, hätte ich die Drachenbombe gezündet und dann hätten wir unser Match gehabt, aber so geht das. So. Und Untote Horde, wenn ihr, bevor die Untote Horde das erste Mal kommt, schon was wegbekommt, habt ihr natürlich einen Vorteil, weil eure Def mehr gestärkt wird als die des Verteidigers. Deswegen, das war Altair. Das sieht auch bis auf Skadi relativ simpel aus. Das hier sieht schwer aus. Was ist das? Quarz. Macht Quarz noch mal heilen, aber kein Overheal. Okay, ey Sven, den wollte ich machen. Okay, was haben wir hier oben? Das sieht nach unserer Sif-Kombo aus. So, zack, 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 zack. Ziemlich alle machen AOE-Schaden. Oh, und Rot wäre natürlich auch geil gewesen. Wir machen den. Wegen mir kann der Killhase einmal auslösen, ist mir vollkommen egal. Wenn sie dazu kommt. Sie kommt dazu. So. Wir machen erstmal das, dann das. Dann hoffen wir, dass hier nicht ausgewichen wird. Dann machen wir das. Machen wir mal einen Attack ab. Nicht einen Attack, ja, Attack ab auch, aber die Heilung an. Der bringt sich jetzt selber um. Und Morell. Mal gucken, wenn es die lila Steine nicht machen, macht es der Gegenschlag. So, das war Prinz Adam, aka Thor. Oder Adam. So, was macht er nochmal? Der macht da irgendwas mit. Der umgeht Lakaien, genau. Der umgeht Lakaien. Da freut sich doch die Herrin vom See, wenn er ihre Lakaien umgeht, oder? Die müsste sich doch freuen, wieso?
Müsste sie sich eigentlich. Deswegen spielen wir die. Das ist jetzt mal ein Board, wo wir ein bisschen kämpfen müssen, so wie es aussieht. Okay, wir haben ein gelbes Match. Noch ein gelbes Match. Noch ein gelbes Match. So, wir machen das. Wir machen das. Wir machen den. Und dann sollte es für Mortega eigentlich reichen. Und da er nur Mutter Nord als Heiler hat. Ist das ein Heiler? Nee, das ist Quintin, okay. Sollte hier gar nichts mehr passieren. Wenn die Genauigkeit so runtergesetzt ist. So, Mutter Nord. Ich hätte einen roten Diamanten eigentlich für einen maximalen Schutz drücken sollen. Ich wollte mir aber auch grün nicht zerstören. So, jetzt können wir rechts die Onatel machen. Verfehlt. Ausweichen wäre die zweite Option gewesen. Also dieses Verfehlen. Also dieses Blenden auf, für immer und das Ausweichen von der Kadilen als Kombination ist ziemlich geil, wenn es einmal läuft, wenn es einmal am Start ist. So. Zack. Kann man hier sogar das machen. Mit so viele Herren, Minions. Hier passiert nichts mehr. Können wir auf sie spielen? Ich meine, sie ist Kleriker. Wenn es ganz dumm läuft, widersteht sie der Mana-Reduzierung aller Minions und holt zurück. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist verschwindend gering. So, er ist weg. Und jetzt haben wir. Werden Mortega nicht spielen für ein bisschen mehr Damage. Durch Minions, weil wir wollten keine Herren-Minions wegmachen. So, gibt der Punkte? Nee, der gibt ja gar keine Punkte. Was ist denn hier los? Der gibt noch weniger Punkte. Ja, die Ursena, das, die geben keine Punkte. Was ist denn mit ihm hier? Der gibt Punkte. Was machen wir gegen ihn? Ach ja, logisch. Wir haben ja noch unser Top-Angriffsteam. Unser Top-Angriffsteam. Bisschen rot wäre schön. Viel ist es nicht. Wir haben auch kaum Lila. Hier müssen wir ein bisschen arbeiten für unser Board. Kriegen das auch nicht so zusammengeschoben, wie ich das gern hätte. Oder zumindest nicht im ersten Zug. Mal schauen, was hier im weiteren Zug kommt. Wir kriegen auf jeden Fall jetzt Lila. Das ist wichtig. Das muss ich vorher anmachen, wegen, damit die Blendung weg ist. Und jetzt müssen wir einfach hoffen, dass langsam ein bisschen Rot nachkommt. Haben jetzt Doppeloption. Ich muss gerade mal schauen, ob es sogar noch besser geht als mein erster Gedanke. Probieren mal den. Und jetzt lass. Okay. Das ist belastend, dass der Büffel weg ist. Das ist okay.
Eine Runde sollte noch gehen. Da wird eine enge Nummer. Wir dürfen Zekena jetzt gar keinen Stein gönnen. Einfach mal aus dem Grund. Wenn Zekena auslösen, wir haben den Deathdown noch drauf. Wir probieren es einfach mal. Machen ihn mal weg. Natürlich nicht. Hätte ich warten sollen. Heilung ist da. Trotzdem kann Zekena uns jetzt sehr, sehr wehtun. Wenn dann die falsche Reihenfolge. Huh. Okay, machen wir erstmal den. Jetzt brauchen wir Heilung und zwar zügig. Okay. Jetzt brauchen wir einfach nur Schnellrot. Und Schnellrot ist nicht drin. Schnellrot ist absolut nicht drin. Hier werden wir noch mal ran müssen. Das war mein bestes Team. Und das verliert. Shit happens. Durch die Minions kommen wir eigentlich nicht mehr durch. Nee. Okay. Dann mache ich kurz eine Pause. So, wir werden abgesichert. Sie ist Schurke, oder? Das kann in die Hose gehen. Was haben wir denn eigentlich noch an Angriffsnetz? Wir haben noch das lila Team und wir haben noch. Ah, das Team. Da spielen wir doch das Team. Reihenfolge so. So. Rot und Blau ist eigentlich das Ziel. Wir brauchen Bordbewegung. Das war viel. Oh, das war sehr viel Blau. Können den machen. Ja, jetzt haben wir uns gerade ein rotes zerstört bekommen. Das ist okay, was gerade passiert. Zack, zack. Das rote. Okay, eine Runde haben wir noch, um auf die Horde zu warten. Machen den. Da kriegen wir nämlich mehr Steine. Lass mal was. Bring mal nichts um. Sehr brav. So, zack. Wir spielen sie noch nicht. Weil. Oh, ich hätte vielleicht. Na, egal. Wir müssen Scully wegmachen, bevor sie auslöst. Und da brauchen wir alles und Simkita hätte den Element Death Down weggenommen. So. Dann kann ich ja. Nimmt Vossi jetzt oben links oder nimmt Vossi den nächsten? Wenn Vossi oben links nimmt, dann kann ich ja nochmal nach einem fragen. Also, Vossi ist auf jeden Fall der Held des Tages. Der hat den einen Cleanup gemacht und würde jetzt für den nächsten auch nochmal unterstützen. Und wir gönnen uns Sebastian mit diesem Team in der dreisten Hoffnung. Hier muss ich gleich nochmal umbauen. In der dreisten Hoffnung, dass. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Die Elbertruppe reicht doch da. Ja.
dass das hier funktioniert. Oh, das ist viel lila. Kriegen wir den einen noch runter? Nee, aber vielleicht kriegen wir noch was. Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal Emilio. Oh mein Gott, wir haben ja mehr als Emilio. Was war denn das für ein Startboard? Das ist ja... Geschenkt ist noch untertrieben. Das können wir so machen. Da kriegen wir über Emilio sogar gleich noch hier. Zack, zack, zack. Die Lila könnten schon für Glenda reichen. Wir brauchen ja nicht mal Ludwig. Oder? Oh, sie lebt noch. Dann drücken wir jetzt mal gar nichts. Und Tote Horde. Jetzt kommt der Emilio-Schaden. Ah, drückt sie fast schon weg. So. Jetzt kommt der zweite Mal. Und, ne, okay, dann machen wir nochmal den Gorilla. Das war Sebastian. Grüße gehen raus. Jo. Dann sind wir am Ende bei 289. Und unsere Dev. Braucht hier gar nicht gucken. Wenn die dort unten noch steht, dann wurde die noch nicht angegriffen. Ne, wurde noch nicht angegriffen. Die haben ja noch kein Board Reset gehabt. Und am Anfang wurde ich definitiv nicht angegriffen. Ja. Nicht ein einziges Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Grüße gehen raus an die Waldläufer. Finde es auf jeden Fall stark, dass ihr auch die Flagge geändert habt. Aus Solidarität. Und ja, wünsche allen noch einen schönen Restsonntag. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video hochlade. Ich bin gerade auf einem kleinen Wochenendtrip. Und weiß gar nicht, wann ich zu Hause bin. Oder ob ich es hier noch hochgeladen bekomme vor Ort. Na denn, haut rein, bis dann. Ciao, ciao.